Weiter geht's. Und zwar habe ich jetzt den Pullover auf 50 cm Länge gestrickt. Und jetzt müssen wir natürlich die Ärmel anbringen, anstricken. Hier will gerade der Faden nicht, wie ich will. Habe mir nämlich einen extra längeren Faden dran gelassen, damit ich dann auch die Ärmel, das Loch unter dem Arm halt vernünftig vernähen, zusammenhäkeln kann. So, wir haben jetzt hier 125 Maschen pro Seite, also Vorderteil 125, Rückenteil genauso. Also an der Rückseite teile ich das jetzt noch einmal, weil wir müssen ja hier mittig bleiben. Ne? Darum, das ist ja hier der Runden- und Reihenzähler, Anfang und Ende. Und deswegen muss ich jetzt natürlich diese 125 nochmal teilen am hinteren Teil. Und da bin ich denn auf was habe ich denn jetzt gesagt? Was hatte ich denn jetzt da? 12. Auf 62 Maschen gekommen. Eine Masche wird irgendwo zu viel sein. Das macht aber gar nichts. Das ist nicht schlimm. Das fällt nicht weiter auf. Also stricke ich jetzt hier 62 Maschen im Perlenmuster, im kleinen Perlenmuster weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hier haben wir eine linke Masche. Mal eben gucken, was links ist. Nee, das ist rechts. Weil der Rollkragen von der Masche ist links. Also muss ich rechts stricken. So. Das mache ich mal zügig alleine und melde mich wieder, weil ich die 62 Maschen gestrickt habe. Bis gleich. Angekommen an der Stelle, 62 Maschen gestrickt. Jetzt, wie ihr seht, diese Nadel hier muss jetzt ganz weit rausgezogen werden aus den Maschen, damit die mir nicht mehr flöten gehen kann. Und jetzt kommt das Kunststück. Erstmal werde ich jetzt hier noch per Schlingenanschlag locker 5 weitere Maschen aufnehmen. 2, 3, 4, 5. Jetzt erst kommt der Ärmel dazu. Da muss ich jetzt gerade mal schauen, dass ich das alles jetzt hier richtig die Nadeln mir sortiert habe und so weiter und so fort. Das ist alles gerade gar nicht so einfach, aber ich schaffe das. Ich drücke mal auf Pause. So, strickbereit gemacht. Ich stricke jetzt natürlich weiter im kleinen Perlenmuster. Heißt, hier liegt eine linke Masche. Dann kommt eine rechte Masche. Ach, was mache ich denn? Ist doch jetzt Blödsinn. Ich will ja die Nadel beibehalten. Heißt, ich muss mir diese Nadel jetzt hier, aber dann habe ich es ja nicht mit dran gestrickt. Guter Witz. Ach je, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Egal, wir stricken jetzt erstmal jetzt hier rechts, Quatsch, links weiter. Da muss ich die Nadel irgendwie nee, verbunden. Ist es ja jetzt. Ich mache es einfach. Es ist das Premiere, was ich hier mache, liebe Leute. So, und jetzt versuche ich mir einfach
mit reinzuholen, damit ich dann nicht mehr, weil ich will die Nadel unbedingt, ja, wie soll ich es nennen, mit drin behalten. Jetzt habe ich es hier wieder durcheinander. Ach Mensch, das ist doch jetzt zum Mäusemelken. So. Weil ich will diese Nadel vom Ärmel unbedingt hier mit drin haben im Projekt. Weil mir sind schon so viele Nadeln abgebrochen, weil ich das halt eben, ja, euch ist die Nadel jetzt im Weg, aber mein Gott, kleines Perlenmuster, wisst ihr ja, wie man es strickt. Habe ich euch ja schon hier gezeigt. So, und das mache ich dann jetzt. Ich stricke jetzt quasi den Ärmel mit dran an das, an den Körper. Auch wenn die blöde Nadel jetzt nicht so will, wie ich will. Moment. Nee, kann ich nicht. Kriege ich nicht hin. Ich wollte euch mehr Sicht geben, aber funktioniert hier alles nicht, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Mal gucken. Nee, will nicht. Leute, es will nicht. Es tut mir leid. Ich habe alles versucht, es will nicht. So, was haben wir jetzt hier? Aha, muss rechts gestrickt werden. So, und so mache ich das natürlich jetzt dann auch für beide Seiten. Ich stricke mich jetzt mal bis zu der Seite rüber, wo wir dann wieder wechseln vom Ärmel auf den Körper. Bis dann. Wenn man zwei Nadeln mehr hat, ist es ein bisschen schwierig. So, ich bin jetzt... Ich laufe jetzt weiter auf der Vorderseite. Ich muss mir jetzt immer wieder die Nadeln sortieren hier. Es ist zum... ja. Ach Gott, oh Gott, gar nicht so einfach gerade hier. Ich versuche mir das mal alles hier zu sortieren mit euch zusammen. Uff, so, jetzt hoffe ich, habe ich es. Ich bin jetzt an der Stelle auf der anderen Seite des Ärmels zum Körper hin. Also muss ich natürlich nochmal die Nadel nach, durch die Maschen ziehen hier nach vorne. Auch hier meine 5 Maschen per Schlingenanschlag zunehmen, um dann hier zu verbinden mit dem Körper. Natürlich wieder im kleinen Perlenmuster. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, was ich hier finde. Das ist eine linke, ist eine rechte Masche, also muss ich links stricken. So, wir machen das wie eben auch. Wir verbinden das hier und nehmen uns dann die andere Nadel eigentlich wieder her. Ich drücke auf Pause. Die Ärmelnadel ist jetzt hier. Die lasse ich mal einfach jetzt so da liegen. Und muss jetzt zusehen, dass ich mir jetzt hier 125 Maschen am Vorderteil. Hier ist... die Rundstricknadel vom Körper. So, und da muss ich jetzt schauen, dass ich das hier mit dem Muster vereinbart kriege. Das ist eine linke, also muss die rechts. Und ihr seht hier schon wieder, was passiert, ne? Da, das Seil, das knickt sehr voll Kanone weg. Aber da muss ich halt mal kurz für sorgen, dass das jetzt mal hier alles funktioniert. Uiuiuiui. So, nun geht es. Also, links, rechts, links. So, und das machen wir jetzt über 125 Maschen. Bis gleich. An der Seite, wo ich nur noch 62 Maschen bis zum runden Ende
habe, habe mir abgezählt, die 62 Maschen, bin ich dann jetzt, muss mir also jetzt diese Nadel hier rausziehen und mir den Faden so hinlegen, dass ich jetzt auch hier 5 Maschen dazu nehme. 2, 3, 4 und 5. Jetzt mir das zweite, den zweiten Ärmel mir ranhole, dazu hole, wie auch immer man es nun ausdrücken möchte. Wieder aufpassen, dass der Faden erstmal hinten liegt. Der Faden, den ich mir hier dran gelassen habe. Oder? Da ist er. Der muss jetzt da hinten liegen. So, jetzt ziehe ich mir diese Nadel so weit rein. Ich habe also hier zwei farbige Nadeln genommen, einfach um das unterscheiden zu können. Was ist was? Ich drücke mal kurz wieder auf Pause. Weiter geht's. Hier habe ich jetzt eine linke Masche. Oder doch eine rechte? Da muss ich mich jetzt links stricken. Genau. Und da eine rechte. Und jetzt ziehe ich mir gleich diese Nadel wieder hier durch. Und nehme jetzt die andere Seite der Nadel, der Rundstricknadel. Und mache, ich habe das so auch noch nie gemacht, aber anders funktioniert es nicht. Ich nehme das alles auf Nadelspielnadeln, nein danke. Ich habe es ja nicht umsonst auf Rundstricknadeln gezogen. So, und dann geht es jetzt mal hier weiter. Mit dem Ärmel, rechte Masche, also links. Das hier ist übrigens für Damen und Herren ein Pullover. Rechts, links. Habe ich jetzt hier eine rechte Masche? Nee, da muss ich links, also eine rechte Masche ist es, darum muss ich links stricken. So. Rechts. Das hier ist eine linke Masche. Also wieder rechts, links und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich mit dem Ärmel rum bin und wieder auf der hinteren Seite gelandet bin. Bis gleich. Ich gebe zu, es ist sehr viel, ja, wie soll man das ausdrücken? Unpraktisch, nenne ich es einfach mal, aber es nützt nichts. Ich für meinen Teil muss das so machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, ihr seht das auch alles gut. So, jetzt geht es auf das Rückenteil dann zu. Da nehmen wir uns hier wieder zum Verbinden zwei Maschen mit rüber. Das ist eine rechte Masche, also muss ich links stricken und rechts. Und dann kommt die andere Nadel natürlich wieder. Weil das sind ja die Ärmelnadeln sozusagen. Jetzt muss ich mir hier erstmal meine. Ich glaube, ich habe es schon. Das hier alles ganz vorsichtig behandeln, dass jetzt nichts runterfällt hier. Das ist wahrscheinlich jetzt im Moment erst alles so ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hinterher, wenn wir ein paar Runden drüber gestrickt haben, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm. Aber jetzt zu Anfang. Ne? Man kennt das, ist immer alles fürchterlich.
Aber wenn wir nicht mehr noch mehr Nadeln brechen sollen, dann muss ich das jetzt so machen. Da geht kein Weg dran vorbei. So. Jetzt hängt der Ärmel da wieder viel zu doll runter. Das zieht. Ja, nützt nichts. Da muss ich jetzt durch. So, und dann bis zum runden Ende im kleinen Perlenmuster weiter stricken. Auf die rechte Masche kommt eine linke, auf die linke Masche kommt eine rechte. Und dann sehen wir uns zur nächsten Runde wieder, denn wir werden auch unter den Armen nicht mehr diese 5 Maschen, die wir per Schlingenanschlag zugenommen haben, nicht mehr abnehmen. Habe ich ja beim vorherigen Modell gemacht mit den Abnahmen. Nein, jetzt mache ich es ohne Abnahmen, damit ihr auch das mal seht, wie das funktioniert. So, dann würde ich sagen, ich mache eine Pause und dann bis zur nächsten Runde. Ich zeige euch jetzt extra kein Update, kein Zwischenupdate, weil es sehr, sehr umständlich wäre mit den vielen Nadeln. Wir stricken jetzt einfach in die nächste Runde weiter. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Maschen gestrickt. Da ist mein Maschen- und mein Runden- und Reihenzähler. So, dann wollen wir mal in die nächste Runde rein, im kleinen Perlenmuster. Wir stricken natürlich das kleine Perlenmuster weiter und integrieren jetzt die zugenommenen Maschen mit, Entschuldigung, ich war viel zu nah, in das Muster. Ich mache mal, weil das hier alles sonst sehr unübersichtlich wird. Ich stricke mich mal bis da zu der Stelle, wo wir die Maschen zugenommen haben. Bis gleich. Bin an der Stelle angekommen. Ich hatte hier eine rechte Masche gestrickt, also muss da eine linke Masche. Das sind jetzt unsere 5 zugenommenen. Jetzt muss hier eine rechte Masche. Eine linke. Wieder rechts. Und wieder links. Rechts. So, und jetzt muss ich schauen, was ich hier fabriziert habe. Ich mache mal kurz eine Pause, ich muss mir das mal angucken. Gucken, ob ich euch weiter rausbekomme. Nee, geht nicht. Ich habe jetzt hier eine rechte, also muss ich hier wieder links. Nachdem ich jetzt meine Fäden und Nadeln sortiert habe, geht es jetzt weiter. Und hier wieder eine rechte. So, jetzt schmeiße ich die Nadel nach hinten hin. Diese kommt auch. Ne, die kommt noch nicht rein. Quatsch. Jetzt muss ich gucken, wo ich jetzt diesen roten Faden hier habe. Wartet mal. Wenn das Handy gleich runterrauscht, mich wundern bitte. Beziehungsweise mich nicht ausschimpfen, weil das ist jetzt gerade total schwierig hier, das hier alles so hinzudrehen, wie man es haben möchte und braucht. Pause. Das Wirrwarr geht weiter. So, hier ist eine, ich glaube, ist eine linke Masche, oder? Oder ist doch eine rechte? Ne, ist eine rechte. Gut, dann müssen wir die links stricken. So, jetzt machen wir hier noch 2 Maschen rüber.
Und dann holen wir uns das andere Ende der Nadel, diese hier, mit der wir jetzt in der rechten Hand gestrickt haben, wird dann wieder rausgezogen, sofern es diese Nadel denn zulässt. So, das reicht schon. Andere Ende der Nadel, mit der wir in der linken Hand stricken, kommt nach vorne. Jetzt muss ich mir selber erst gucken. Da muss ich noch durch. Zack. So. Der Faden ist befreit. Die Nadel auch. Sehr schön. Kann es ja weitergehen. So, und so stricken wir jetzt die ganze Zeit weiter. Ohne irgendwelche Abnahmen. Ihr integriert die zugenommenen Maschen einfach mit in das kleine Perlmuster rein, mit in das vorhandene Muster schon rein. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich ja, an der anderen Seite des Ärmels bin. Bis gleich. Am besagten Punkt angekommen. Ihr seht ja, dass ich hier diese zugenommenen Maschen habe. So, und jetzt geht es hier genau so mit der Guckerei und ja, wie ist was und wie stricke ich was. Das ist zum Beispiel jetzt eine rechte Masche, muss rechts, muss links gestrickt werden. So, jetzt rechts. Das sind die zugenommenen Maschen. Und die nächste links. Rechts und seht ihr, was ich meine? Trotz dass ich sie locker angeschlagen habe, komme ich nicht sofort durch. So, jetzt wieder rechts. Und links. Und wieder rechts. So, jetzt muss ich die Nadel nach hinten schmeißen und mir die andere natürlich wieder nach vorne. Ich bin viel zu nah dran, ich weiß, ich kann es nicht ändern, Entschuldigung. Diese Nadel aus dem ganzen Nadelgewusele mir hier erstmal wieder reinziehen. Da ist sie. Trotzdem muss sie noch ein bisschen mehr nach vorne. Geht so alles nicht. So, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Glaubt mir, Leute, es lohnt sich, wenn man das so ein bisschen, sich da ein bisschen mehr Mühe gibt als gewöhnlich. Und das mache ich gerade. Gibt es, es passt schon. Ne? Das haut hin. Und vor allen Dingen, man schont seine Stricknadeln. So, jetzt sind wir hier bei einer, na, was is it? Keine Ahnung, schwarze Wolle. Rechts, also muss links gestrickt werden. So, auch hier stricke ich diese beiden Maschen. Und das ist jetzt die zweite Ärmelnadel. Und jetzt hole ich mir diese hier wieder nach vorne, die jetzt hier zugehört. Ja, das ist diese hier. Und stricke dann mit der weiter rum bis zum nächsten Ärmel. Und da sehen wir uns dann wieder. Wieder an der Stelle, wo ich meine zugenommenen Maschen habe. Ich muss allerdings jetzt auch schon aufpassen, dass ich dann die Nadel mir hier schon mal wieder so ein bisschen zurechtlege, die ich dann gleich haben muss. So, noch muss sie. Ja, wie denn jetzt, ne? Ja, alle nicht so einfach.
So. Jetzt hatte ich hier eine rechte, also muss diese hier links. Stopp, 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 stopp. Links. Na, man kommt wieder nicht dazwischen. Habe ich es jetzt hingekriegt? Ich hoffe mal. Links. So, ihr wisst, was ich meine. Hier kommt wieder eine rechte drauf. Da eine linke. So, ups. Rechte. Na, linke. Jetzt muss ich hier mal schauen, was hier los ist. Ist alles nicht so einfach. Aber wir schaffen das. Bis wohin muss ich denn jetzt hier stricken? Ich glaube, ich bin schon so weit. Ja klar. Die muss ich jetzt wieder nach rausziehen, glaube ich. So, jetzt bin ich hier bei dieser Nadel. Genau. Eieiei. Ich sag's euch, am Anfang ist alles immer so ein Gewusele für sich. So. Jetzt sind wir hier. Bei der nee, linke Masche müssen wir rechts drauf stricken und links. So, ihr wisst aber jetzt, was ich meine. Ich mache es noch mal eine kurze Pause und lege euch dann das Projekt, den Pullover auf die Erde, damit ihr das dann mal wirklich auch seht, wie es jetzt aussieht, wenn ich mit der Runde jetzt fertig bin. Bis gleich. So, damit ihr jetzt mal hier so eine ungefähre Ahnung habt, was wir jetzt die ganze Zeit gestrickt haben. Da ist es verbunden und da miteinander verbunden. Und ich habe extra mal die Nadeln so hingelegt. Ja, die eine ist weiß, die eine Nadel liegt. Da liegt die Nadel. Da. Ja, vom einen Ärmel. Und rüber geswitcht an die andere Seite liegt eine Nadel hier direkt auf dem Pullover. Und die andere Nadel, anderen beiden Nadeln, ja, die eine liegt dann noch hinter dem Pullover. Nur damit ihr jetzt mal seht, wie ich es gemeint habe die ganze Zeit. Mit den Nadeln, mit dem Zusammenführen. Zum Körper hin, zusammen stricken, beide Ärmel dran. Und jetzt strickt ihr das Ganze in Runden natürlich weiter. So circa. Ja, ich mache meinen Teil. Mein Pullover wird 15. Ja, da kommen noch 20 cm im Ganzen dran. Aber es wird auch nicht schlimm sein, wenn ich da noch ein paar Zentimeter mehr dran mache. Also, dass man so im Ganzen auf, wenn der Pulli dann oben den Rollkragen bekommt, die Blende bekommt,
dass man da dann noch, ja, so zwischen 60, 70 Zentimeter liegt im Ganzen. Ja, da habe ich natürlich noch ein ordentliches Stück vor mir. Ne? Aber ich wollte einfach nur mal, dass ihr das jetzt seht, wie es jetzt bis jetzt aussieht. Dass ihr da mal eine Ahnung kriegt, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Und das mit den beiden Ärmeln ist halt so gemeint. Ja, hier, ne? Das sind die Zwischenstücke. Also das, was wir jetzt da dran gestrickt haben, sieht ja auf der anderen Seite auch nicht anders aus. Und das ist die hintere Nadel vom Ärmel und das hier ist die vordere Nadel vom Ärmel. Auf der anderen Seite genauso. Und das muss dann jetzt, ja, bis auf, wie gesagt, fast 70 cm runter gestrickt. Also da kommt noch ein ganzer Teil dran. Wer jetzt sagt, sieht aus wie ein Kinderpullover. Nein, es ist aber kein Kinderpullover. Es kann aber auch für Kinder gestrickt werden, natürlich. Ist kein Problem. Müsst ihr halt nur die Maschen weniger aufnehmen, euren Kind mal ausmessen. Dazu fangt ihr dann an dem Punkt an, hüftmäßig, wo der Bauch, wenn das Kind einen Bauch hat überhaupt, meistens haben die ja gar keinen Bauch, ja, an der breitesten Stelle vom Kind. Hüfte, an der breitesten Stelle der Hüfte. Da einmal drumrum messen. Das durch 10 teilen und dann müsst ihr eine Maschenprobe machen. Auf 10 cm. Das Ganze, ja, wie viele Maschen auf 10 cm kommen? Ne? Sind meistens 15. 15, 16 Maschen. Liegt an der Wolle, liegt an der Nadel und wie locker oder fest ihr strickt. Und das dann die Zahl, die ihr ausgemessen habt, durch 10 mal die Zahl, die die Maschen auf 10 cm ergeben haben. Meinetwegen 6,5. Ich nehme jetzt ein ganz blödes Beispiel. 65 durch 10 sind 6,5 mal 1,5. Das sind dann die Maschen auf 10 cm. Ne? Nur damit ihr das mal wisst. Und dann halt eben, das ist dann, das ist dann die Maschenanzahl, die da rauskommt. Das ist dann die Maschenanzahl, also 6,5 durch Quatsch, 65 durch 10, 6,5 mal 1,5. Ne? Die Zahl, die da rauskommt, ist eure Maschenaufnahmezahl. Ja, so. Ja, soweit, so gut. Da ist noch ein ganzes Stück Arbeit vor mir. Aber ich wollte es euch halt eben jetzt erstmal gezeigt haben, wie weit es ist und dass ihr euch das mal vorstellen könnt, ne, was jetzt los ist. Okay. Bis zum nächsten Zwischenstand. Bis dahin, wo wir dann die ersten Abnahmen machen. Aber das dauert noch eine ganze Weile. Ja, der Pullover ist leider sehr, sehr zeitaufwendig. Und darum kommt auch diese Serie, ja, ein bisschen später als sonst mal raus. Okay, bis dann.